22. Gut, ich hab die auch Blasbahn dabei. Ich hole schon mal die Kettensäge. Ach ja, hinterfragen Sie nicht unsere Maßnahmen. Wir müssen leider die Achsen mit der Kettensäge abmontieren und dann neue dran machen. Das ist logistisch billiger. Genau. Und wir müssen Ihnen eine Rechnung von mindestens 2000 Euro ausstellen, denn so teuer ist die Kette für die Kettensäge. Oi. Ach, das geht schon, wenn Sie mir die Rechnung aufstellen. Ich meine, ich bin ja froh, dass mir geholfen wird, bevor ich hier noch festsitze. Na dann, Herr Gelder, dann wollen wir mal, ne? Oh, ich hab mir noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Mikey von Bert. Guten Tag. Grüße. Huch. Ich tue euch einmal meinen Ausweis. So, dann lasst mal ran ans Werk. Und du schraubst. Ja, noch ein Stück, da muss noch was weg. Noch was. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja. Denk mal die andere Seite. Mach die andere Seite erstmal. Dann knackt die Achse hier weg. Ja, also hier ist durch. Moment, einmal auf der andere Seite. So. Und hier. Warte, ich helfe dir beim Anlassen. Das gleiche Spiel von vorne. Moment. Und hau. Oh, Benzin ist leer. Moment. Einmal kurz Benzin nachfüllen. So, jetzt muss ich vorher gut geschüttelt werden. Dann läuft es besser durch. So. Wir und sind Männer vom Fach, kein Problem. Und jetzt geht's weiter. Vorsicht, wird laut. Oh, schönen guten Tag. Guten Tag. Okay. Oh, das oh Gott, die Kettensäge schon wieder. Nicht das. Die wird auf Reparatur gestellt und nicht auf Entfernen. Nee, wir müssen die Ochsen entfernen. Erstens, damit er seinen Spaß hat. Und zweitens, damit, ja, ist logistisch billiger. Die ganze Achse einfach abnehmen und eine neue drin machen. Okay. Ich vertraue dir mir nochmal, weil ich helfe dir davon auch noch. Ich kann dir folgendes erzählen, auf dem Achsgott haben wir schon ganz Autos belegt. So, du, solange mir das Ding nicht gleich um die Ohren fliegt und ich damit wieder vorankomme, so, ist mir das ja eigentlich dann relativ. Mal die jetzt noch wegbrechen. Wie ist denn das eigentlich passiert, wenn ich warte? Und ich hab kurz was spekuliert auf der Karte und auf einmal, ja. Zack! Hab ich die Mauer gesehen. So. Gleich ist das hier. Und bei mir war's, ich bin abgehoben und bin dagegen. Zack, fertig. So. Fertig. Eine kleine Probe. Schon da aus wie neu hier. Können Sie mal kurz aufschließen? Manchmal da verwechseln wir die Ochsen und auf einmal lenkt man nach rechts, wenn man nach links will. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber scheint gut zu funktionieren. Ja. So, ich hab Helikopter. Habst du vielleicht noch Pflaster für mich? Weil ich hab mich. Ja, na klar, komm schon mal her. Auto. Ja, also. So, funktioniert. Alles bestens. Also, ich stelle nochmal eben die Rechnung für 2000 Euro für eine Kettensäge raus. Machen Sie das? Und den Rest macht der Kollege. Brauche ich nicht. Geld ist was für, brauche ich nicht. So, einmal unten links unterschreiben, bitte. Oh, einen Moment. Zack. Wer weigert sich? Ach, da haben sie sich wohl verdrückt, wa? Die wurde an mich geschickt. Oder warum muss ich jetzt dafür bezahlen? Hupsala! Das wollte ich nicht. Ich kann natürlich nochmal 2000 bezahlen für die Kettensäge. Ach, das ist ja der Unterteilung, der dann einfach nicht zahlen so, Kettensäge. Ich hab einfach gezahlt. Danke. Ich war verwirrt. Das war ein Missverständnis. Ist nicht schlimm, behalten Sie.
Ja, ich meine, sie kennen sich doch aus damit. Sie haben doch vorhin auch bezahlt. Schau immer drauf auf die armen Menschen. Naja, wir müssen denn auch weiter, die Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jo. Achso, das Klappern meine, vorne links ist. Das Klappern vorne links ist normal. Achso, na dann, solange er ankommt, passt das. Da wäre ich mir nicht so sicher. Tschüss dann. Ja, danke fürs Abschließen.